Herzlich willkommen auf der Strecke Köln. Und herzlich willkommen auf. Wir fahren heute nach Köln, von Köln nach. Wir sind hier im Köln Messe Dortz in Richtung, wir fahren Richtung Köln Airport. Mit einem Zug, den ich ausgesucht habe, den ich mir gekauft habe, der 218, der hätte am Dampfen. Den machen wir schon mal auf, Tür auf, können wir auch mal aufmachen. Und wir gucken erstmal die ganze an, erstmal so ein bisschen angucken hier, wie sieht es ganz gut aus, super aus, das ist die Gasabpfanne, da steige ich gleich mal ein, das die Front, ganz super, die Scharfverkupplung und die Wagen, natürlich die City-Wagen sind der Standard und natürlich die Meter, okay, dann, ja, dann steigen wir einfach mal ein, das heißt, ich steige mal einfach mal ein, zack, und wir sind jetzt in den Zug drin. Ich hoffe mal, was gibt's denn da? Es gibt einmal hier, ach du Scheiße, jetzt erstmal dunkel, erstmal mal ein Licht an hier. Wo geht denn das denn eigentlich? Da. Ach, da. So. Da. Hier gibt's einmal den Langsam-Modus. Also, wenn er zum Beispiel wieder so fährt, ich fahre mal den Langsam-Vorgang, weil wir so ein bisschen. Mal gucken. Wir gucken, ein Gürtel von jemandem fahren, aber heute machen wir einen Schnellgang. Fahren heute den Schnellgang. Fahre ich heute auch. Und ich mache heute mal die PCB, können wir gleich mal anmachen. Erstmal gucken ein bisschen alles an, dass wir alles so haben. Wir haben Richtungswender. Erstmal noch nicht. Meine Güte. So, bleib stehen. So, danke. So, dann mal die Bremse. Dann haben wir das Licht für die S-Bahn-Beleuchtung. Jetzt gucke ich mal. Sander. Wo ist er denn? Wo ist er das scheiß Maus treffen hier? Muss er immer scheiß die Maus treffen? Verdammt nochmal. Oh, wo geht denn das denn hier wieder? Oh, das ist doch. Das ist kacke. Dankeschön, das ist verflucht, ey. Wo ist die S-Brennenbeleuchtung? Hä? Sag mal. Muss ich so machen. Da, S-Brennenbeleuchtung. Anderweit, bisschen Beleuchtung hier. Machen wir Bremsprobe mal. Das mache ich jeden täglich immer. Bremsprobe mal. Prüfung. Ja, was wir im Hintergrund hören, ist der Motor. Nicht vergessen, der Motor, dass der abgekühlt ist. Und dann mache ich hier mal die Tür auf. Dann machen wir hier mal das Licht an. Das Licht haben wir auch angemacht. Aber mal Scheiben wieder testen. Könnt ihr einfach diesen Regler drücken. Das ist der Regler. Pass auf. Kann man alles mit wegwischen. Dann machen wir jetzt hier mal die PCB an. So, machen wir jetzt mal die PCB an. Shift-Enter. Und Shift-Enter. Shift-Enter. Richtungswender. So. Shift-Enter. So. Shift heißen. Erstmal Shift und Enter. Motor erstmal anmachen. Ne? Dann machen wir auch. Stand-Sound. Los geht's. Ach komm, geh an. Mann, geh an. Da stand Sound. Jetzt ist er an. Meine Güte. Was war das für ein Daser, ey? Mein alter Stand Sound. Den hört man der ganze im Kassel, hört man ihn dann. So. Shift Enter machen. Shift Enter. Steuerung Enter. Kostenlos 1. Geht nicht. Gibt's Bild wird angehen. Das einzige Problem. Richtungswender nicht verlieren. Mal schauen. Richtungswender.
kann ich nicht anschalten. Will nicht, das ist einfach, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Dann fahren wir einfach ohne los. Dann fahren wir ohne los und wir fahren einfach mit ohne PCB los, weil ich habe keine Ahnung, wie die angeht. Fahren einfach mal. Standsound ist meiner Meinung nach sehr gut. Der Standsound, was ich schon sage. Und wir hören mal schon Sound hier. Ihr fahrt mal los, was euch ein bisschen vorenthalten möchte, dass das Fahren 6 Kilometer bis zum Airport fahren, bitte. Oh, guten. Nächster Halt. Köln, Trips, jemand. Bitte entfahrt Richtung links aussteigen. Achso, wir sind in der City. Ach stimmt, wir sind in der City, ne? Wir halten überall, ich weiß. Aber ich halte es auch mal an. 25. März möchte ich gerne einen Livestream planen. Also Moment, ich mache kurz Eigenwerbung. Moment, ich mache mal kurz Eigenwerbung hier bei mir. Kurz mal gucken, kurz Eigenwerbung machen. Ich möchte mit euch ab 25. Mai oder 25. Mai möchte ich ja mit euch einladen zum einen Bass-Livestreamen. Also da würde ich einen Bass-Livestream machen mit 7 Tagen. Also da wird er richtig drüber freuen. Da habe ich da kurz gesehen. Und zwar, da habe ich irgendwas gesehen. Hä? 2 Wochen? Das kommt bald raus, kommt, es wird bald vorgestellt, okay. Aber Leute, ich werde mir das Addon auch mir selber holen. Das würde ich mir auch mir selber irgendwann holen. Das würde ich auch mir das Addon, was ich hier sehe. Und vorweg, ich will es auch präsentieren. Ja, ich will es auch mir präsentieren. Also jetzt einfach weiter gehen. Also geht doof raus. Es geht. Geht's weiter, ne?
eine Strecke Köln Airport irgendwas. Das habe ich ausgesucht für den letzten Test, wo ich noch präsentieren kann. Ich weiß, ihr kennt die schon, die Lok. In eurer Straße entlang. Aber warte mal, lauter machen. Wow. Ja, danke. Nächste Zeit können Airport. Also, ihr könnt ja verschiedene Szenario runterladen. Die Szenario hatte verschiedene Base für. Mal schauen, da würde ich mal gucken. Da gibt es viele Szenarios mit den Dingen. Könnt ihr einen runterladen, da könnt ihr einfach mal schauen. Könnt ihr mal reinklicken, da könnt ihr schöne Sachen runterladen mit den Dingen. Da könnt ihr viel Spaß damit haben. Viel Spaß da könnt ihr haben damit. Wow. Ja, im Führerstand ist nichts zu bedienen, das heißt zum Beispiel hier, das ist der Klappe, kannst du bedienen. Du kannst hier Fahrradklappe bedienen, du kannst hier noch die Hupe bedienen. Und nur Sachen kannst du bedienen, mehr nicht. Mehr fällt der Aufrüst weg. Für das Geld kann ich ja lohnen, ich sage, ja, es lohnt sich, das kauft man. Das Geld lohnt sich. Ach scheiße, das ist ja reingeploppt. Warum kommt der reingeploppt? Warum? Wir bremsen. Hallo. Brems mal. Ah, egal. Ich muss Vollbremse machen. Also bremsen muss ich ein bisschen üben mit den Dingen. Also gucken. Also, gucken. Also, für diesen Zug möchte ich ja sehr gerne ja, bedanken, wer einen geilen Zug rausgebracht hat. Wenn zum Beispiel ums Relsenforum geht, ne? Dann gehen wir kurz mal ins Relsenforum. Da gibt es schöne Szenarios, habe ich hier schon rausgesucht. Zum Beispiel viele Szenarios gibt es ein Ding, muss ich gucken, Aufgaben. Ne? Bei München Augsburg gab es da welche. Muss kurz gucken. Scheiße, wo ist das denn? Wo ist es denn? Normal, Standardkarte. Da. Dann habe ich schon, weil das habe ich mir zum Beispiel auch runtergeladen. Das habe ich mir zum Beispiel, wenn man zum Beispiel jetzt hinten geht, die ganze Ecke lang geht. Und dann gibt es hier schöne Abstellplatz. Da gibt es schöne Szenarios. Dann könnt ihr von mir aus ja auch runterladen. Das ist auch ein nice. Da könnt ihr schöne Sachen runterfahren, das Ganze runterladen, nicht runterfahren. Da könnt ihr schöne Sachen runterladen, was ich hier möglicherweise brauche. Ne? Das ist und dann konnte ich mal gucken, bei München, Hannover, Hamburg, Hannover heißt es einfach, Strecke einfach. Ich konnte gucken, Hannover, Hamburg. Dann könnte man schlecht auf hinten Reihe gucken.
Da muss ich auch viel Schritten hinten hingehen, weil das ist auch sehr wichtig. Ja, es dauert ein bisschen, ich weiß es, aber es gibt auch keinen Grund hier zu warten. Hier kann man es kaufen, das heißt zum Beispiel diese Testfahrt, die kann man sich auch holen. Ich jetzt aber jetzt nicht, habe ich jetzt nicht parat, jetzt nicht installiert. Da könnt ihr mit der Herkules auch fahren hier, wenn ihr wollt. Das ist auch ganz nett. Oder ich habe zum Beispiel gesehen, das hier kann man auch noch Zug fahren mit dem Ding. Aber das habe ich jetzt auch direkt dabei. Jetzt gehen wir zum Beispiel bei Repaints mal lang. Dann geht man hier auf Repaints. Ich möchte Repaints installieren. Ich möchte gerne jetzt eine vom Wegdreschen haben, weil der Zug ein Wegdreschen ist. Dann ich möchte gerne einen Dieselwaggon haben. Dieselwagen. Ist er vom Wegdreschen? Nee, der ist ja nicht vom Wegdreschen. Was anderes. Willst du nicht verarschen, oder was? Da ist es doch eigentlich Diesel-Lok. Da ist es doch Diesel-Lok. Da ist sie. Und dann gibt es ganz schöne Sachen runterladen. Zum Beispiel, was machen wir denn Beispiel mal? Diese Silberlinge, das ist auch ganz geil. Hier steht auch, es wird Sound Mod, also wenn ihr zum Beispiel Sound Mod habt oder sowas, das ist auch zum Beispiel nett. Und wenn man zum Beispiel nachsucht oder was schon sagt, dann sagt sich, ja, du hast gesagt, du hast Sound Mod. Oder wenn man zum Beispiel die Readme mal öffnet, das machen wir einfach mal. Und wenn man zum Beispiel nachscrollt hier mal nach, da ist irgendwo bestimmt auch noch ein Link dabei, aber den Link habe ich jetzt nicht gefunden oder sowas. Oder hier steht eben, benötige hier Felgit Installer und weiter so fort. Aber Leute, ich möchte hier mal was, ich möchte dieses hier installieren. Ich will mir dieses Repaint mehr gönnen. Dann könnt ihr es für mich auch runterladen, dann speichere ich das Ganze ab und dann lädt das Ganze hier. Kannst du hier runterladen. Speichern, dann schließt das Ganze einfach mal euren Browser, was ich. Dann müsst ihr das Ganze noch installieren, das Repaint. Also zeige ich euch, wie man das sichtbar machen kann. Das Repaint, also hier das Repaint, das zeige ich kurz ganz schnell. Es kann, dass ich euch nicht verfaken tue. Dann klickt man hier an. Dann sucht man erstmal die README-Datei aus. Das ist ganz einfach und zwar nach Doppelklick. Da ist sie doch, das ist die Datei und zwar man sucht jetzt mal die ganze dieses neue diesen Hauptverzeichnis aus. Das ist ganz einfach und schon. Oh Mann. Oh Mann. Wo ist er denn der Hauptverzeichnisordner? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, sind die sehr dick hier. So. Bestätigen. Und dann geht man in diesen Ordner hier. In diesem Ordner, da packt euch dieses hier halt, ne? Und dann könnt ihr diese ZIP-Archive öffnen. Zum Beispiel, ich will jetzt diese hier. Mal gucken, ich muss kurz gucken, wo der Zug sich leitet. Das ist hier die. Wie der Zug ist es nicht. Er geht hier wieder auf Rektrechen. Dann geht es hier einmal auf. Er ist auch nicht in Rektrechen. Was ist das denn? Mal schauen. Guck jetzt mal. Das ist da. Glaube, ah ja, hab's gefunden, ich weiß, wo es ist. Dann ist ganz einfach, kopiert ihn einfach, reinschieben damit, dann hast du das die optimale Version. Das heißt, könnt ihr mal Doppelklick öffnen. Das für das README zu lesen, müsst ihr noch was tun. Das ist ganz einfach. Ihr müsst die ganzen ISS-Ordner, da müsst ihr noch die WDP-Dateien reinschmeißen. Das Logo. Das
Logo muss man sich extra noch installieren, aber das ist ganz einfach. Logo, schmeiß rein. Logo reinschmeißen, das reicht ja vollkommen aus. Ne? Das ist ja, dann wenn ihr zum Beispiel fertig habt, dann habt ihr nur eine einzige Datei. Und der Bus hat auch eine einzige. Das schmeißt die Dateien und dann geht man hier auch mal gucken. Auf die Engine. Dann muss man sich was kopieren. Das heißt zum Beispiel den Triebzug muss man sich kopieren einmal. Also diese beiden DIM-Ordner, diesen Driver. Ja, irgendwas muss man kopieren oder hat man das schon gemacht? Ich weiß es nicht. Oder ist es, war das schon kopiert? Das war ja schon kopiert, ne? Okay, mal schauen. Und dann gucken, starten kurz mal hier, starten. Der einzige Punkt ist Nachteil. Der Nachteil ist, was ich jetzt gemacht habe. Und dann könnt ihr von mir noch die Aufgabe noch installieren. Das ist ganz einfach. Extruieren. Auf dem Desktop extruieren. Das ist ganz einfach. Und zwar. Wir machen den aber bald. Moment. Es gibt verschiedene Szenarien mit den Dingen. Da könnt ihr einfach mal reinschauen und da könnt ihr einfach mal reinschnüffeln, was ihr alles drauf habt. Zieht einfach rein und heißt es auch, das war es auch schon. Wir müssen noch verschiedene Tipps machen. Das sichtbar zu machen, das weiß er, der ist okay. Ich kenne das schon, das Repaint nicht. Geht man hier auf Steam, ist ganz einfach. Nein, nicht um sich da. Zu spät, ich mal rechts ab, ja. Nein, wegklicken will ich nicht. Ich will das nicht. Oh, scheiße, habe ich das Team abgebrochen. Ich bin von Arsch, ey. Was ist das denn? Meine Güte. Administrator. Ja, bin sicher. Meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein, dass man. Ach, jetzt muss ich mich eingeloggt. Das kann doch nicht jeder da sehen. Was für ein Count hier ist, meine Güte. TS, dann sucht man den TS erstmal raus, dann muss man den starten, den TS, den Jungen. Ich mache irgendwann auch mal so ein Video, wie man eine Verknüpfung bauen kann. Also eine Steam-Verknüpfung. Das würde ich irgendwann zeigen. Dann zeige ich euch, wie man eine Steam-Verknüpfung macht. Also direkt bei Steam. So, jetzt starten wir TS, 64-Bit. Und dann, wenn es ja Beispiel jetzt 64-Bit seid, dann macht ihr als erstes, sucht ihr erstmal den Zug raus. Das ist ganz einfach. Den Zug raussuchen, das ist immer ganz einfach. Erstmal klar sicherstellen, okay, was ist das Richtige? Und dann denken die Leute, sagen sich, das ist nicht der echte. Das ist eine Lackierung. Und Lackierungen sind einfach beide, du wirst alles ein draufziehen, das sichtbar wurde ist. So, jetzt muss ich das Laschiff muss kurz gucken. Der Laschiff ist ganz grau, weil der Zug ist ganz hinten, glaube ich, oder vorne, ich weiß jetzt nicht. Der Lok oder Lok heißt einfach E-Lok. Diese Lok. Also die möchte ich auch mal kaufen für einen Bild plus Black. Dann sucht man raus hier. Das ist hier vorne. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Sag mal, denke ich jetzt ganz richtig? Oder muss ich das Ganze nochmal erstellen wegen der Lackierung? Ich glaube, ich muss gerade kopieren, ne? Da muss man ganz einfach. Ja, es gibt auch ein Taubut, weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob der ein Soundpaket besitzt. Ich weiß jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. 218 besitzt auch kein Soundpaket, ne?
Das dauert halt ein bisschen halt, ne? Das dauert halt ein bisschen. Ich weiß, ich würde jetzt nur die Lok jetzt nur draufsetzen und das war's auch schon. Dass euch das nicht, die Wagen, die könnte von mir auch bei schnell viel erstellen, aber das ist ganz einfach, aber. Der Nachteil ist, du musst alles raussuchen, was man alles finden will. Ich habe eigentlich wollte gerade was essen, aber es geht's ja nicht, wenn ich das Video hochladen will. Ich guck mal kurz mein Handy. Mal schauen. Andere Videos mit Götterspeise. Aber 26 Minuten, das reicht ja vollkommen für das Video. Reicht ja voll. Ja, ich muss nur aufnehmen. Oh, dauert ein bisschen noch. Oh, das dauert, Alter. Das dauert. Alter TS, du dauert zu lange hier. Ich mache, weißt du, was ich mache gleich? Ich breche den ab, weil das dauert viel zu lange, weil der richtig aufladen muss. Ich mache das einfach, aber ich breche jetzt ab, weil das mache ich auch gar nicht. Das können vergessen, weil es zu lange dauert. So, ich beende es einfach, das Video, einfach, weil es total lange dauert. Und dann sage ich mal, Wiedersehen zu sagen. Und ich hoffe mal. Mit 218 macht der Zug viel Spaß, muss man sagen. Sag ich mal, Wiedersehen. Tschüss und man sieht sich und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.